Ja, wir studieren gerade diesen ersten Johannesbrief und wir sind jetzt so langsam auf der Zielgeraden. Es wird die zweitletzte Predigt sein über den ersten Johannesbrief. Auch wenn wir ab nächstem Sonntag dann eine Pause einlegen, was den ersten Johannesbrief betrifft, weil dann kommt die Passionszeit und da wollen wir die Lukas-Texte behandeln. Und dann sind wir jetzt schon am Beten und am Fragen, welches alttestamentliche Buch wir nach der Osterzeit denn mit euch anschauen. Da könnt ihr dafür beten, dass wir das Richtige aussuchen, aber der Herr wird uns führen und leiten. Nun, der erste Johannesbrief, ein Brief geschrieben, um vor allem Irrlehre zu entlarven und um uns Gewissheit zu geben über die richtige Lehre und über falsche Lehre. Im Zentrum von Johannes steht die Person Jesus, was er getan hat. Er selber sagt ja am Anfang, diesen Jesus habe ich noch persönlich predigen gehört. Ich bin von ihm gelehrt worden. Ich war dabei, als er dann gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel gefahren. Ich war dabei bei Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Und deswegen ist Johannes sehr geeignet, um uns einen Brief zu schreiben, um uns Prüfkriterien zu geben über unseren Glauben. Und wenn wir uns nochmal so erinnern an die Predigten, da war vor allem, dass gesagt worden ist, wer Gott liebt, der hält seine Gebote. Und dass das wichtigste Prüfkriterium und auch das tiefste Prüfkriterium, habe ich letzten Sonntag gepredigt, ist, dass wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch die Brüder und die Geschwister. Wir haben Prüfkriterien bekommen, um falsche Lehren über Christus zu entlarven. Es gab ja die Irrlehren, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist oder von Ewigkeit her. Es gab die Irrlehre, dass er nicht wirklich ins Fleisch gekommen ist. Und daran erkennt man vor allem auch den Geist des Antichristen. Alles behandelt Johannes in seinem Brief. Und wir kommen jetzt zu Kapitel 5. Am Anfang gibt es nochmal eine Wiederholung, ich will nicht so sehr darauf eingehen. Da sagt er nochmal, dass wer aus Gott geboren ist, der liebt Gott. Und natürlich liebt er auch denn die anderen, die aus Gott geboren sind. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es ganz natürlich, dass du auch die anderen Kinder von deinem Vater liebst. Und so geht er nochmal in die Wiederholung hinein und dann kommt er zu einem ganz neuen Punkt. Und wir dürfen uns jetzt auch einmal die Frage stellen, nachdem wir all diese Prüfkriterien für unseren Glauben bekommen haben, ist denn Jesus wirklich glaubwürdig? Ist er wirklich derjenige, den er verspricht zu sein, der Sohn Gottes? Ist er wirklich der angekündigte Messias? Gibt es nur in ihm Rettung und Heil und in niemand anders? Ist sein Zeugnis wahr? Können wir uns auf ihn verlassen? Ist Jesus glaubwürdig? Und das ist sehr wichtig auch für mich, denn wenn er nicht glaubwürdig ist, dann sind wir alles Narren. Wir kommen hier an einem Sonntagmorgen zusammen und glauben jemand, der nicht glaubwürdig ist. Wir sind jemand auf den Leim gegangen und dann würden wir besser zu Hause bleiben, schlafen, essen und fröhlich sein. Und so ist die Frage, ist Jesus wirklich glaubwürdig? Und genau diese Frage beantwortet jetzt Johannes in unserem heutigen Predigttext und er tut es auf eine im ersten Moment schwierige Art und Weise, weil er eine kraftvolle Symbolsprache verwendet. Aber ich lese es euch vor und dann achtet ihr mal darauf, wie verständlich dieser Text ist. Dort heißt es, 1. Johannes Kapitel 5 ab Vers 6. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes,
das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Amen. Ist ein spannender Text. Ich selber habe noch nie eine Predigt über diesen Text gehört. Und deswegen war es auch eine besondere Aufgabe, diesen Text so ein bisschen genauer zu studieren. Aber der Reihe nach. Das alttestamentliche Gesetz verlangt die Aussage von 2 oder 3 Zeugen, um die Wahrheit einer Sache zu bestätigen. Und Johannes liefert uns in diesem Text genau diese Zeugen. Und er erinnert uns daran an, und das macht er auf machtvolle Art und Weise, indem er markante, ich sag mal, Ereignisse im Leben von Jesus uns nochmal in Erinnerung ruft. Das Erste, was er sagt, er ist es, also Jesus, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Wasser und Blut sind 2 ganz starke biblische Symbole. Und er erinnert uns daran an die Taufe Jesu. In Matthäus wird uns berichtet, als Jesus dorthin kam zum Jordan, wo Johannes der Täufer taufte, kam er hin und ließ sich von Johannes taufen. Und als er aus dem Wasser wieder rauskam, riss der Himmel auf und eine Stimme ertönte aus dem Himmel und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und außerdem sah er den Heiligen Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommen. Und so erinnert uns Johannes hier daran, an das erste markante Ereignis im Dienst von Jesus, seine Taufe, und wo Gott selber als Zeuge auftritt und vom Himmel her sagte: Dies ist mein Sohn. Akustisch hörbar für alle, die dabei waren, und uns auch überliefert in der Bibel. Doch Gott tritt nicht nur als Vater auf, sondern auch in der dritten Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, kam an diesem Tag auf Jesus und stattete ihn besonders aus für seinen Dienst. So 2 mächtige Zeugen, die nun bezeugen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, einmal der Vater selbst und einmal der Heilige Geist. Johannes der Täufer ist ebenfalls ein Augenzeuge und er sagt es selber. Wir lesen: Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Sehen wir? Der erste Zeuge, der angeführt wird für uns, dass Jesus wirklich wahrhaftig und glaubwürdig ist, ist Gott selbst und der Heilige Geist. Ein zweites Symbol ist Blut. Und hier erinnert uns natürlich Johannes an die Kreuzigung, wo Jesus sein Blut vergossen hat. Und Johannes, der Apostel, war dabei, als er starb, sah, wie das Blut floss. Doch etwas viel Größeres ist in dem Moment passiert, als Jesus gestorben ist. Er ist nämlich in den himmlischen Tempel gegangen. Die Bibel macht sehr deutlich, dass der Tempel, den damals die Juden auf Erden hatten, war nur ein Abbild des himmlischen Tempels. Es gibt einen himmlischen Tempel bei Gott, und in diesen ging Jesus als der Hohepriester.
Und er nahm dort nicht Blut mit, wie im Alten Testament von Böcken und Stieren, sondern er nahm sein eigenes Blut mit und er wirkte dort Sühnung für alle, die an ihn glauben. Und er ging dort hinein in das Heiligtum und erlangte Sühnung für uns. Er vergoss dort sein Blut. Er war der Hohepriester, nicht nur ein menschlicher Hohepriester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte im Alten Testament, sondern er war in der Lage, als der einzig wahrhaftige Hohepriester in den himmlischen Tempel zu gehen und dort das Blut auf den Sühnedeckel zu sprengen und Sühnung für uns alle zu erlangen. Wasser und Blut, die zwei Symbole, die Johannes hier anführt, als Zeugen für das, was Jesus getan hat. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus anschließend auferstanden ist und dass Menschen ihn gesehen haben. Im Korinther lesen wir, dass es an die 500 Brüder waren, also 500 Männer haben nach der Auferstehung Jesus ihn leibhaftig wieder gesehen. Interessant ist aber, dass die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen. Und in der damaligen Zeit galten Frauen nicht als Zeugen. Es bedeutet, wenn es eine Verschwörung gewesen wäre, wenn jemand Fake News verbreiten will, dann hätte er niemals Frauen angeführt als Zeugen, weil die waren nicht glaubwürdig. Und das spricht wiederum viel mehr für die Glaubwürdigkeit der Bibel, weil sie sich's leisten kann, Frauen als die ersten Zeugen der Auferstehung anzuführen und später noch an die 500 Männer. Natürlich darunter die 12 Apostel und viele weitere. Dieses Zeugnis ist echt. Er lebte Jesus, er starb und er stand wieder auf. Und ein drittes wird uns gesagt, und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil er der Geist der Wahrheit ist. Der Heilige Geist kann nicht lügen, Gott kann nicht lügen. Und selbst der Heilige Geist bezeugte den Dienst von Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus sagt selber einmal über sich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und wir müssen einmal darüber achten, wie Jesus den Heiligen Geist hatte. Wisst ihr, als seine Kinder, wir bekommen den Heiligen Geist, aber wir haben ihn nicht in der Art und Weise, wie Jesus ihn hat. Über Jesus heißt es, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Jesus hatte den Geist Gottes, den Heiligen Geist, nicht nach Maß. Er hatte ihn nicht begrenzt. Er war nicht nur in gewissen Bereichen begabt, sondern er war Teil der göttlichen Dreieinigkeit und so hatte er den Heiligen Geist ohne Limit, ohne Maß. Und der Heilige Geist bezeugte den Dienst von Jesus durch die Wunder, die er tat, durch die Erkenntnis, die er hatte. Jesus wusste, was die Menschen dachten, ohne dass sie es ihm sagten, weil er durch den Heiligen Geist in ihr Herz sehen konnte. Und Johannes der Täufer sagt, auf welchen du den Geist Gottes herabschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Nun, wir sind eine Pfingstgemeinde, die eine besondere, wie soll ich mal sagen, auch Wahrheit anvertraut bekommen hat über den Heiligen Geist. Und natürlich gibt es da auch ganz viele unterschiedliche Auffassungen darüber, was der Heilige Geist tut und was nicht. Was hier steht ist, Jesus ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn sind wir nicht gelehrt, nicht geschult. Da waren zwei Hochwürden aus den großen Kirchen zusammen und dann war da einer, ich nenne ihn mal so einer von uns, ja, so ein wenig gebildeter. Und sie redeten über den Glauben und waren ganz erstaunt, dass er so viel wusste über den Glauben. Und sie fragten ihn, wo hast du denn studiert? Und dann sagt er, dort, wo der Heilige Geist Professor ist. Und im Johannesbrief lesen wir selber Kapitel 2, Vers 20, ihr habt die Salbung und ihr seid unterrichtet. Und wisst ihr, wer den Heiligen Geist hat und die Bibel liest, der wird von ihm gelehrt. Das ist keine
keine Argumentation gegen Prediger oder gegen Auslegungen, dass wir Prediger brauchen, sondern es heißt, dass jeder Einzelne in der Lage ist, die Bibel zu verstehen, wenn er sie liest und wenn der Heilige Geist ihm hilft, zu verstehen. Ihr habt die Salbung und ihr müsst nicht unterrichtet werden, so sagt einmal Johannes. Und es soll uns Mut machen, selber die Bibel zu lesen. Ich weiß, manche Texte sind anspruchsvoll, wir haben ja heute Morgen einen. Aber wer aufrichtig liest und studiert und bittet, Heiliger Geist, unterweise mich, den unterweist Gott, denn er gibt gerne. Und er gibt seinen Heiligen Geist und er ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und dann haben wir einen Satz. Und diese drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Es sind eigentlich alles himmlische Zeugen, der Geist Gottes, der auf Jesus kam, die Stimme des Vaters, wir haben die Taufe, wir haben das Blut Jesu am Kreuz, die Auferstehung, alles sind himmlische Zeugen. Und deswegen wird jetzt Johannes irdisch, indem er sagt, wir haben das Zeugnis der Menschen, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Es gibt Menschen, die sind wirklich glaubwürdige Zeugen für uns. Und wir glauben ihnen, wenn sie etwas sagen. Aber das Zeugnis Gottes ist immer größer, denn Menschen sind fehlbar, Menschen lügen, Menschen können sich täuschen und irren. Die meinen, etwas gesehen zu haben, aber es stimmt nicht. Deswegen ist das Zeugnis Gottes größer. Aber das irdische Zeugnis, das wir haben, ist historisch super belegt. Es gibt mittlerweile über 5000 Abschriften der Bibel. Kein historisches Buch ist so gut belegt wie die Bibel. Es gibt Geschichtsschreiber wie Josephus Flavius, da gibt es wenige Abschriften und überall ist er anerkannt. Aber die Bibel, wo es 5000 Abschriften gibt, teilweise Schriftrollen, die 2000 Jahre und älter sind, die bis auf wenige Punkte und Kommas direkt so sind wie die Bibel, die wir heute in der Hand halten, die wird so angegriffen, obwohl sie historisch sehr gut belegt ist. Wenn wir uns also fragen, ist Jesus wirklich glaubwürdig, dann können wir erstens sagen, ja, wir können Jesus vertrauen und an ihn glauben, erstens, weil Gott es selber gesagt hat. Er hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. In einer anderen Übersetzung heißt es nicht nur, oder in einem anderen Evangelium, an dem habe ich wohlgefallen, sondern auf den sollt ihr hören. Ein zweiter Grund ist, dass wir historisch glaubwürdige Belege haben, dass Jesus wirklich gelebt hat. Dass es historisch bewiesen ist, dass er gestorben ist und auch auferstanden ist. Und nun geht Johannes weiter, als würde er bis in unsere Zeit hineinblicken und gibt uns ein weiteres Zeugnis an die Hand. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Und im Römer heißt es einmal, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist ist heute noch hier auf dieser Erde und er erfüllt die Kinder Gottes und er zeugt in ihr Herz hinein, in den menschlichen Geist, ja, wir sind Gottes Kinder. Und man kann Gewissheit darüber haben, dass man Kind Gottes ist. Für mich mit das stärkste innere Zeugnis in meinem eigenen Leben ist, dass ich weiß, welche großen Sünden mir vergeben worden sind. Ich weiß ja, was ich alles getan habe. Und es wurde mir vergeben. Das alles weg, die ganze Schuld, die Sünde, alle Verfehlungen sind weg. Dieses Zeugnis trage ich in mir und es ist machtvoll und stark. Und ich weiß, dass ich sagen kann, aber Vater, er ist mein Gott und ich bin sein Kind und mein Leben ist in seiner Hand. Ja, und schlimm wäre dem Zeugnis Gottes, dem Zeugnis der Menschen, dem Zeugnis der Bibel nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht,
weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Die erste und schlimmste und größte Sünde, die ein Mensch tun kann, ist nicht an Jesus zu glauben. Und wenn er wiederkommen wird und wir vor ihm stehen werden, dann werden sich viele an die Brust schlagen und sagen, warum habe ich nicht geglaubt? Es wurde mir so oft gesagt, ich hatte über Jahrzehnte eine Bibel im Schrank, viele haben mir berichtet von ihm, aber ich habe mich geweigert zu glauben. Sie haben ihr Leben, mit ihrem Leben haben sie Gott zum Lügner gemacht. Und wenn er wiederkommen wird oder wenn sie sterben und vor ihm stehen, dann werden sie merken, dass sie belogen worden oder sie haben Lügen geglaubt. Sie haben nicht der Wahrheit geglaubt. Und das ist die schwerste und schlimmste Sünde, die man tun kann, nicht an Jesus zu glauben. Weiter. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Im Zentrum unseres Glaubens steht wirklich Jesus Christus. Die Person Jesus, die eine Person war, aber zwei Naturen hatte. Eine menschliche und eine göttliche. Und wer Jesus hat, wer durch persönliche Umkehr und Buße und Erkenntnis von Schuld und bittet um Vergebung. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat das ewige Leben. Wer Jesus nicht hat, wer Jesus nicht glaubt, wer nichts von ihm wissen will, wer ihn nicht als seinen Heiland annimmt, der hat das Leben nicht, das ewige Leben, und er wird verloren gehen. Und so sagt Jesus einmal zu uns selber, noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, und weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und das wünsche ich für alle von euch, dass ihr Jesus erfasst in eurem Leben und eurem Herzen und dass ihr sagt, nichts bewegt mich so sehr wie die Person Jesus. Nichts begeistert mich so sehr, nichts durchdringt mich so sehr, nichts hat so eine Wirkung auf mein Leben als Jesus Christus. Wer ihn hat, hat das Leben, und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Interessant ist auch, dass hier es heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nicht, wer den Jesus hat. Wisst ihr, es gibt nämlich viele weltlich gebastelte Jesus. Die einen sagen, das ist ein ganz guter Lehrer, ein gutes Vorbild. Und es gibt in der ganzen Religion, in der ganzen Kirchgeschichte so viele Vorstellungen, wie Jesus sein sollte, aber es entspricht nicht dem Sohn Jesus Christus, der uns in der Bibel überliefert worden ist. Und deswegen heißt es auch, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes getan? Und Jesus wird sagen am Ende der Zeit, siehe, ich kenne euch nicht. Es gibt so viele Bilder von Jesus, so viele Vorstellungen, aber das ist ein falscher Jesus, ein menschengemachter Jesus. Es ist nicht der Jesus, den Gott uns vorstellt in seinem Wort. Es ist der Sohn Jesus Christus, und ihn gilt es zu haben. Johannes endet und sagt uns nun das Wichtigste, und das ist auch die Botschaft des ganzen Briefes. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes schreibt diesen Brief, er schreibt es zu Leuten, die an Jesus bereits glauben, und er ermutigt sie, ihr habt das ewige Leben. Bleibt dabei, bleibt dran an diesem Glauben. Und Jesus sagt selber, ganz am Ende seiner Bibel, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm Herr Jesus. Jesus wird wiederkommen auf diese Erde. Und er wird mit allen falschen Bildern über ihn aufräumen. Und jedes Knie wird sich beugen. Jeder wird erkennen. Jeder, ausnahmslos, jeder Mensch. Jetzt sind es 8 Milliarden. Ich weiß nicht, wie viel es sein werden, wenn er wiederkommt.
Und alle werden erkennen, ja, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Und alle werden ihre Knie beugen. Ich will auf der Seite der Gruppe stehen, die sagen, ja, ich habe zu Erdenzeiten ihm schon geglaubt. Und bin nicht einer von denen, die sagen müssen, ich habe mein Leben lang bin ich in die Irre gegangen. Ich habe meinen eigenen Vorstellungen geglaubt. Ich wollte dem Wort Gottes nicht glauben, ihm nicht vertrauen. Und jetzt ist es zu spät. Und jetzt ist es zu spät. Ich weiß nicht, ob es Wilhelm Busch war, aber wenn er, der große Pfarrer, auch in der Nazi-Zeit, wenn er immer dann konfrontiert wurde, ach, das ist doch alles Blödsinn, was du sagst, dann hat er immer gesagt, warten wir es ab. Warten wir es ab. Und so ist es. Jesus wird wiederkommen. Wir alle werden einmal sterben und vor ihm stehen. Und dann will ich, dass es heißt, komm herein zur Freude deines Herrn, du treuer und gerechter Knecht. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Zeugnis glaubwürdig ist. Dass Gott selber als Zeuge auftritt vor uns und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Danke, dass der Heilige Geist Zeugnis gibt, auch in unser Herz hinein und uns in die Lage versetzt und hilft zu glauben, an Dinge zu glauben, die wir mit unseren irdischen Augen nicht sehen können und dennoch sie eine Realität sind und wahr sind. Danke für dein Wort, das du uns übermittelt hast, über das du gewacht hast, über Jahrhunderte und es zuverlässig ist und wir dort lesen von dem wahren und historischen Jesus. Und Herr, ich bitte dich, dass du, Jesus, in dieser Gemeinde Menschen mit deinem Heiligen Geist taufst. Dass sie zum Glauben gerufen werden, dass sie erfüllt werden mit deinem Heiligen Geist. Dass du uns mehr schenkst. Danke, dass wir den Heiligen Geist haben, aber wir brauchen mehr von dir. Und Jesus, du bist es, der tauft. Und wir bitten dich, gib uns die Gabe des Geistes mehr, immer mehr. Amen.